Schönen guten Abend auf der Ram Truck Ranch. Hier wieder Nico Stamm, euer Werkstattmeister für die Rams. Die letzten Tage habe ich hier den Laramie für den Kunden startklar gemacht. Der geht morgen raus. Ein schöner Laramie in Delmonico Red. Seltene Farbe, aber steht dem Auto sehr, sehr gut. On top haben wir ein paar Roof Marks in die High Fives montiert. Natürlich aus LED oder LED betrieben, in schwarz glänzend. Zeige ich euch gleich auch mal, wie die aussehen, wenn die nicht an sind. Dazu die Trailer Tow Mirror, die kennt ihr auch schon aus den anderen Videos. Und dann haben wir hinten nicht nur ein Flat Lid montiert, sondern auch eine Laderaumschublade und die zeige ich euch jetzt mal. Flat Lid schon erwähnt, haben wir von der Firma R, Top Hersteller. Der Kunde hat das hier in schwarz glänzend gewünscht, weil er ein bisschen abgesetzt haben wollte, sonst war es ihm zu viel rot. Dann öffnen wir einmal das. Dann haben wir on top ein Easy Down montiert, damit einem die Heckklappe nicht immer gegen den Kopf fällt. Gibt es hier so einen kleinen Stoßdämpfer, der sorgt einfach dafür, dass die ganz langsam runtergeht. Kann bei allen Rams nachgerüstet werden. 10 Minuten ist das Ding dran. Ganz einfache Nummer. So, hier haben wir jetzt mal diese Laderaumschublade. Jeder kennt es von uns, der einen Ram fährt. Meistens liegen die Sachen ganz hinten. Unsere Arme sind zu kurz. Und dem ist jetzt nicht mehr so. Jetzt können wir mit einem Tastenzug uns die ganze Ware hier hinten rausholen. Die Dinger gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen und Varianten. Die besten können bis 1,5 Tonnen Last tragen. Also da kriegt man schon einiges drauf. Ne? Dann kann die Ware einfach draufgestellt werden. Zack, wird wieder hinten reingeschoben. Und so hat man eine ganz einfache Laderaumgeschichte.